So, grüß euch. Neue Woche, neues Glück. Auf jeden Fall, jetzt die Woche steht ein bisschen so ein paar Tourarbeiten an. Eben Traktor. Ist ein Band aufgeflogen. Ist er nächste Woche aufgekommen oder wird er uns aufgekommen? Messsechsel habe ich schon gesehen. Der ist noch in Arbeit. Die Lager tauschen. Und Stall, wenn wir Wendel ausputzen. Die ganzen Dingsseilen sind jetzt abgeschoben worden mit einem Metallschaber. Die Lauflegen waren nicht abgeschoben. Und wir werden die Woche mit Kalk, den haben wir jetzt schon angesumpft, in einer großen Badewanne, wenn wir ihn rausgeholen. Wir haben eine eigene Spritzen, die wird auf den Kompressor angesteckt, damit die Spritze, also vorher wird die Spritzen befüllt, dann wird sie auf den Kompressor angesteckt, danach wird mit ca. 3, 4 Bar, 5 Bar, wird nachher rausgeholt. Da wird man ansumpfen, wird dann nochmal nachgerührt, wird nachher in großen Mäschefaseln nochmal nachgewasert und also flüssiger gemacht und aufgerührt anständig. Da ist er jetzt nochmal angesumpft, dass er noch schön geschmeidig ist. So, und jetzt fahren wir auf die Huben, nochmal zu den Viecher schauen, was die Viecher so machen. So, das Dach haben wir jetzt wieder aufgemacht. Ja, das Dach selber aufmachen war ja kein Problem. Ich habe da einige Leitungen reinlegen müssen. Sachen ersetzen müssen, Halterungen nachschweißen. Jetzt haben wir das halt wieder alles zusammengebracht, und das Dach zum Schluss auf. Neue Gummipuffer, Gummilager, jetzt wieder die Kabine, wäre voll super. Und hier zwei mit Glas, also Scheibenkleber, will ich jetzt noch den Schaumstoff wieder aufkleben auf dem Himmel. Weil da ziehst du mal im Winter einfach zu viel runter. Da wollen wir auch noch ein bisschen reinkleben und nachher mit einer Bretter aufdrucken einfach. Jetzt könnt ihr die Bretter zuschneiden und nachher wieder das einspalten und nachher wieder schön zusammenbringen. So, jetzt haben wir den Dings reingedruckt, den Fensterkleber. Und ich habe das einfach mit einem Hölzer abgespreizt. Und das lasse ich bis morgen. Und dann hoffe ich, dass das Großteil so ist, muss ich mit dir arbeiten. Dass das einfach Großteil so ist. Und nachher, jetzt fangen wir blauen Sommer. Am Mittwoch kommen auch die restlichen Scheinwerfer. Ja, schaut so ein Laus da rein. Kommen die restlichen Scheinwerfer. Da vorne kommen eine. In der Mitte, den hole ich noch. Den will ich wieder aufbauen probieren. Da haben wir die Haltungen abgebrochen. Und dann wird das wieder laufen. Passt aber, haben wir da drei Werk. Jetzt gehe ich da geschwind zu der Sulen schauen. Hey, die schaut aus. Ja, die ist recht frisch angenommen, schaut aus von Rotwild. Ja, wenn wir da schauen, ach, da wissen wir es. So, wunderschönen guten Morgen. Heute ist der 7. Oktober. Und das sind 6. Der Häcksler ist wieder zusammengebaut und läuft wie Glegle. Also er läuft wirklich gut. Extrem leise läuft er jetzt. Und ruhig. Und ein paar starke Maschinen durchgelassen. Haut tadellos hin. Wenn wir heute, will jetzt noch die Dings fertig machen, einen Traktor. Jetzt will ich einen Dachfilter, also den Frischluftfilter habe ich jetzt ausgebaut. Da war nämlich das Netz war schon ein wenig älter halt und dreckig. Jetzt habe ich da einfach einen Staubsaugerfilter genommen, zugeschnitten. Der wird nicht reingeklebt, oben wieder. Und da bin ich doch schon rein, rechts rein, also vorseitig links. Und jetzt will ich dann noch was probieren. Ich werde einen Endstärkkondensator einbauen beim Radio, damit, wenn die LED eingeschaltet sind, der Radio trotzdem geht. Probiere ich halt einmal. Ja, okay. Jetzt habe ich gerade eine Challenge gehabt. Ich habe beim einen Schrauben nicht mitgedacht und drinnen eine Konterschrauben aufgetan, weil ich. Weil ich eine Maße angeklemmt habe und tut das, was mir noch passiert, dass jetzt die Schrauben hier oben auf der Seite nicht aufgegangen ist, deswegen. Ja, spannend, spannend, spannend. So ist das. So, jetzt haben wir einfach den Laser da und dann werden wir den Entstärkkondensator einbauen. Ja, und dann gehen wir Viecher holen auf die Oben auf, wenn es so einen Regen aufgehört hat.
Dann können wir heute können sie haben. So ist das. Okay, bis später. Weiwa, geht's mit, Tobi? Geh mal heim, Obi, Weiwa. Geh da. Weiwa, jo, der Akku ist aber in der Wäschke. Weiwa. Ria, komm mit mir. Jetzt gehen wir zu der anderen Herde noch dazu, Omi. Weiwa, Ria, komm. Weiwa. Was ist denn los, Gund? Weiwa, geh da. Brav sind sie, die Babys. Geht's mit mir. Brav sind sie, die Babys. Geh mal. Weber, wie läuft's denn so? Eine Viertelstunde. Davon haben wir jetzt aber fast eine halbe Stunde, wenn mehr sogar, eine Viertelstunde viel hat zusammengetrieben. Und 5 Kilometer Fußmaß, aber wir sind heute vor allem schnell unterwegs. Nee, Zwischenzeit, nicht Bestzeit. So, wunderschönen guten Morgen. Heute mal Donnerstag, am 8. Oktober. Und jetzt ist ein bisschen was noch. 7, jetzt haben wir mal beruhigt zu werden. Der Kühe haben wir gestern auch alle übergetrieben. Und ja, jetzt werden wir mal beruhigt zu werden. Und danach fängt noch der letzte Schnitt an. Wenn wir noch was machen. Ja, noch am Nachmittag eventuell Maiswechsel anfangen. Ja, wie 6 habe ich wieder mal ein Fender ausgeliehen. Ein 2-11er. Hätte mit Front und Heck. Heck mehr war es uns aus. Front ist vom Betrieb aus ausgeliehen worden. Und jetzt werde ich einfach mal ein bisschen mitfilmen, wie ich mich da anstelle. Ich stelle mich nicht mehr an wie der erste Mensch. Weil, ja, ich bin noch nicht. Also, ich noch nie gefahren mit dem Links-Front-Heck-Kombi. Also, das ist echt zum Mitdenken.
man merkt, es geht schon verdammt schnell mit Front und Heck. Schon geil, ja. So, für die Arbeit ist der Traktor spitze. Schön kommut. Kommut in die Abmessungen. Perfekt zum Fahren, also da gibt's nichts. Schön lässig gefahren, ja. Eben jetzt weht auch noch mal. Machen wir in Friesach drin. Machen wir unten beim Springer heißt die Wiese, das muss ich auch noch mal. Und ein Teil, wenn wir im Bresen, und so wie die Springerwiesen, ist relativ los und feucht und weh eher. Wenn wir eher mit dem Lodewagen hinfahren, nachher mit dem kleinen, mit dem Bus. Der Kurzschnittwagen hat eine super Schnittqualität und das haben wir nachher. Auf den Silo drauf tun. Heute am Nachmittag werden wir auch noch Keksen anfangen. Der Vater wird jetzt nachher drinnen oder da oben hinten anfangen. Schau noch was schauen. Ja, das mit dem Fendt, das ist schon klar. Der hat die bleibt halt einfach stehen in der Läden, ohne dass er die Bremsen braucht. Also für das ein 200er in der Läden, das ist halt schon ein Traumgerät. Ja. Sehr super und das kann ich fahren, das Frontbewerk. Das ist halt schon eine geile Geschichte. Das.
Europa hat es auch schön, das hat alles Sinn. Super Gerät. Also die Sachen, die erleichtern schon die Arbeit, das ist phänomenal. Ich werde jetzt einen Mann nachher voll Fries rein und dann sehen wir uns drin auch noch einmal. Drin ist halt eben, das ist lustig gefahren. So, jetzt sind wir da rein im Friesach. Ja, da ist natürlich lustig, Mann, da ist schon eben. Vorne wird ein bisschen hügelig, aber nichts was Brutales. Es sind ein paar Steine drin, das ist das Einzige, was du da aufpassen ist. Da wird es eine Runde mitfahren. Durchgestanden. Also für so arbeiten passt der Traktor perfekt. In der Kabine rein ist er schön leise. Also das hat ja alles hin. Obwohl die Mähwerk gefahren, das Kron ist extrem laut, wenn was das hat oder ob das normal ist. Mann. Der ist auch noch schön wendig, also das haut alles hin. Gefederte Vorderachse hat der natürlich auch. Da kann man, wenn so wieder herin ist, extrem uneben der Boden. Da kann man auch schon dahin waschen. Da ist der dritte Aufwuchs, der dritte Schnitt. Und weiter vorne der vierte. Da haben wir schon viermal gemacht. Also heute setzt das vierte Mal jetzt am an. Das ist natürlich deutlich weniger, das merkt man. Aber da ist nicht schlecht drauf, das ist ein Haufenlauf. Und das werden wir wahrscheinlich alles bräsen herin. Bald mal. Sieht er bald mal. Nachher. Auf die Vieren, haben wir auf die Vieren und auch beim Nachbauen wickeln. Ja, jetzt ist ja schön langsam auch nicht mehr zusammengequält. Vierten Traktor. So, da ist der vierte Aufwuchs. Da habe ich jetzt noch einmal runter mit dumm fahren und dann werden wir auf den Topf fahren, weil da sind die, fahre ich jetzt quasi gerade in die Querform. Da haben wir mal mein Eis gehabt hierhin, vor 2-3 Jahren. Und jetzt haben wir Clearing gesagt, da herüben ist nicht so üppig. Da fahren wir, da tut das besser, da kommt ein paar Besser auf. Luciane ist auch dabei, das hat sich mal vorne ein bisschen mitheben. Jawohl. So, dann werden wir da auf den Topf fahren und dann werden wir jetzt hinhauen. Top ist super zum Fahren. Tut es schön eben.
eben die Sicht auf die Seiten aus ist da ein bisschen ein relativ ein kleines Fenster, da ist da der Funk noch drauf. Ja. Ah ja, und das Megitter, das haben wir vom Linden adoptiert. Eine Carabiner aufgehängt, passt perfekt. Sicher ist sicher, wer weiß. Da drin sind so viele Scherhäfen, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher gewesen. Aber schaut gut aus da. So, jetzt ist Robert 12, wenn wir ihn fertig machen und dann schon am Fahren essen und nachher unten weiter machen in der Läden. So ist das, okay. Bis später. So, unser Mähwerk löst sich in Einzelteile auf. Da hat es mir die Schrauben abgerissen. Wieso, weiß ich nicht. Und jetzt unten, das ist noch eine auf der Seite. Jetzt will ich es schön kaputt abhängen, das Mähwerk und da herstellen. Und dann mit dem vorderen Wettermann, Mechaniker kommt gleich. Das ist ein Scheiß, ich sag's euch. So, guten Morgen. Ja, heute da mal ein Silo abdecken. Heute will man noch häckseln und entfernen es gleich. Und da habe ich schon abgedeckt. Silo riecht echt super. Kaum ein Schimmel. Hinten ist ganz ein bisschen, weil wo es eingetreten ist, hinter nicht. Aber das ist vernachlässigbar. Und ja, jetzt sind wir einen zweiten Silo anhaufen haben. Eben der Fleck da oben, der Fleck da unten. Da kommen wir in die zwei Silo rein. Und von Frisach drin und dort, wo wir gestern immer gemacht haben, da kommt der Silo noch dazu. Frisach drin, wir Siloballen machen. Und ja, mal schauen, dass wir da heute was zerreißen. Ja, gestern haben wir eine Kuh nach Hause gegeben, auch nicht so am Messen. Ja, wenn der Teufel Junge hat, ist das. Okay, dann haben wir jetzt so einen Haufen machen. So, jetzt wird schon gehäckselt. Vater häckselt der Wall, der fährt auf Frise rein. Boden. Wird schon abgeladen. Na, jetzt sind wir noch gleich weiterfahren. So, Mittagspause gehabt. Und Mesan geschliffen. Jetzt wird es wieder weitergehen mit dem nächsten. Ja, wenn man vor dem Eis einmal gemessen hat, knapp 3,80 Meter, das war Biomais. Und da unten haben wir seit 10 Jahren, wo es kein Eis mehr gehabt oder kein Rocker mehr gehabt. Und deswegen ist schon am Grünland. Deswegen sind sie so stark. So, ich nehme mich beim nächsten auch nicht mit, weil das der Bock das Mikrofon nicht hat. Ich will jetzt da wieder da weiter hexen. Ich höre schon, es hängt schon da, Fenster sind offen. Weil er relativ warm ist. Da geht es weiter mit La Postela. Jetzt ist Viertelhöfe, der erste Silo ist zugedeckt, mit Platel voll. Den zweiten haben wir schon einen Plauf gemacht. Da kommt morgen noch ca. 1 Hektar Mais rein. Jawohl. Die Höfe haben alle gut geholfen, die Tadler sind halt alles. Ein Hexler hat ab und zu einen gestopft, aber sonst ist das falsch schlecht gegangen. So, jetzt ist ungefähr 8 und unsere Kühe, wenn sie denken, was ist denn da los? Ich bin mehr sechs. Du hier mal nebenher fahren. So wie am Vormittag bereits angekündigt, geht es jetzt auf die Jagd.
Ich werde schauen. Wir werden auf die Höhe, auf die Herauf, aber die weiß alle her, heißt das bei uns, auf dem eigenen Hochsitz. Und den habe ich im Winter mal gezeigt, wegen dem Video. Und auf dem wir auf sitzen, der ist auf dem eigenen Forstweg. Auf jeden Fall, wenn wir schauen, es hat oben geschnieben auf der Alm und deswegen hoffe ich, dass eine Rams kommen. Vielleicht sehen wir ja was. Hoffen wir es. Wir haben das Beste hoffen. Steht einmal jetzt noch, da kommt bei den nächsten paar Tagen weg von der Nachbar. Also jetzt zieht ganz leicht Nebel auf. 2 Stunden ungefähr ist jetzt derzeit Regenpause angesagt, wo es nieseln sollte. Und dann schauen wir mal und hoffen aufs Beste. Weil ich so ein feiger Hund bin, habe ich schon Schuhheizung. Bei unten hat es 3 Grad raus und oben jetzt dementsprechend, nachdem es geschrieben hat, kälter sein. Also schauen wir mal. Und ich mag nicht kalte Füße haben. Auf jeden Fall bis gleich am Hochsitz. So, sind wir da jetzt auf ca. 1400 Meter und da oben ist ein richtig Sauwetter. Regen, schneebt jetzt ein bisschen, frisch ist es. Normalerweise druckt es da die Rams runter von oben, hoffentlich. Wenn wir mal schauen. Gummiträter habe ich auch. Ja, wer weiß, wo es vielleicht eventuell noch ein Schuss hingeht. Die Woche machen wir schon da die Kamera anschauen, ob was drauf ist. Da haben wir einen Rams gesehen. Ramsbock am Garten. Stufen sind ja bläsig. So, Beutel. Schick, wackel, und los. Das brauche ich nicht. Schön angenehm. Nichts kalt. Zeitschriften, falls einmal länger da beim Sitzen.
alles zählt immer rein da. Schauen wir mal, ob sie was tut.